Insel. Dieses abgefuckte Gebiet. Das war übrigens mal alles so wie Nagrand. Das haben dann die Orks ein bisschen vercrackt. Und das ist dann sogar durch das Portal ausgebreitet worden. Da sind diese Sümpfe verschwunden und die verwüstete Lande entstanden. So, und jetzt zur Instanz. Die Dings da, diese ewigen Drachenschwarm, die wollen ja die Vergangenheit verändern. Und wollen verhindern, dass die Orks überhaupt jemals hier rüberkommen. Ja. Und wenn man das gar nicht gut machen sollte, na, verhindern wir das jetzt und ermöglichen Native das Tor zu öffnen. Tja, crazy, oder? Crazy, you guys. Wir sind Allianz, wir ermöglichen der Horde, hier rüber zu kommen. Crazy, crazy, you guys. Und ich sage euch auch warum. Aber wie sollten wir sonst Ehre gründen? Because we're just pro gamer. Wo ist das nächste? Okay. Kommt ja auch mal was raus. Hallo. So, 5 sind schon geöffnet. Ja. Nein, der Riss. Na, eine späte Antwort auf eine frühe Frage. Keine Zeit gehabt, ich musste die Welt retten. Der versteht doch niemals, dass das auf die Frage die Antwort war. Ist mir egal. Weil ich kann dann vom Spiegel sagen, ich habe ihm geantwortet. Ich habe ja gesagt. Ist ja jetzt eine Pause oder was? Ja, ist es. Damit ich mal anders sammeln kann. Oh, wait a sec. Ja, die Instanzen werden echt immer her da. Crazy shit, crazy world. Wer Warcraft 3 kennt, der kommt ja auch vor. Man sieht es. So sieht er da auch aus. Der kann sich in einen Adler verwandeln. Ist übrigens der Sohn von Equip. Ja, die hat Sargeras damals besiegt. Blöd, dass das gar nicht so wirklich Sargeras war und sie sich dann in ihr eingenistet hat. Ja. Und als Medivh dann geboren wurde, hat er sich in ihn eingenistet. Und deshalb ist er so böse. Oh mein Gott. Ich gehe durchs Portal.
schwimmen. Nein, plupp, sind wir weg. Veränder nicht die Vergangenheit. Muss Kojak töten. Oh, nice. Danke. Okay. Hey, die sprechen hier von einer Belagerung, in der sie so ein paar kleine Fitzelgegner rüberschicken. Die konnten nicht ahnen, dass Medivh hier auf einmal Leute aus der Zukunft bekommt. Na, guck mal. Wenn wir die Vergangenheit retten können, können die Vergangenheit auch basteln. Zum Beispiel, indem wir gerade in anderen Indy sind. Wir sind doch nicht die einzigen Spieler in der WoW. Yeah, tell me more. Oder meinst du doch? Alles nur Bots. Meinst du, sind alles nur Bots? Meinst du Mobs? Mobs, ja. Apropos. Mobs. Was für eine Hinleitung. Schöne Hinleitung. Denn wir hatten mal in Video Nummer 4 die Frage gestellt, was heißt eigentlich Mob? Ja? Und nun haben wir eine Antwort bekommen. Von dem Spieler LP Borsti. Ja. Und LP Borsti schreibt, Mob heißt Mobile Object Block. So, etwa beweglicher Objektabschnitt. Bezeichnen die computergesteuerten Figuren in der Spielwelt. Der Term wird fälschlich oft als Kurzwort für Monster im Unterschied zu den NPCs benutzt. So, danke an LP Borsti. Der als einziger die Frage ernst genommen hat. Ja, manche Leute glauben, wir haben den Durchblick in solchen Sachen. Die Wahrheit sieht anders aus. Er ist einfach nur die Proness. So, die normal gängigen Sachen, davon haben wir überhaupt keinen Plan. Würde man wahrscheinlich ständig auf seinem Standardspiel bleiben, würde man uns wahrscheinlich in jedem Spiel besiegen. Wir haben einfach keine solide Basis. Na, stimmt. Wir sind kaum lebensfähig. Wir sind so Autisten. Koja ist Autist. Scooby will es nur nicht wahrhaben, weil er ist auch noch schizophren. Das stimmt. Ich soll dich übrigens von Jimmy grüßen. Grüßen zurück, Scooby. Sag's mir doch selber. Und das nächste Portal wird geöffnet. Oh, das ist ein Bass. Oh Gott. Stoff. Haben wir wieder eine halbe Stunde Pause. Man muss positiv sehen. Jemand hat die Gruppe verlassen? Ja, das ist so. Man muss so sehen. Ist die vorletzte Ini, weißt du? Danach kommt nur noch eine Ini von Burning Crusade. Ja, von Burning Crusade. Wait a sec, two add-ons following. Ja, guck mal, wir haben die Hälfte schon geschafft. Die Hälfte von den DVDs quasi. Sogar mehr als die Hälfte, glaube ich. Von den DVDs oder vom Spiel oder von den Indie-Anzahl?
Von den meisten der Sachen. Also mindestens zwei. Gooey ermittelt. Und leuchtet schon was bei dir? Wo sollte es leuchten? Wo oder wieso? Beides. Wo, hier im Wald, wieso, weil sich bald ein Portal öffnet? Ein Zeitriss mal. Ich möchte zu beiden Nein sagen. Ich hoffe ja manchmal, dass so ein Zeitriss einfach in Kojas Kopf sich bildet. Und er in die Vergangenheit gezogen wird. Aber dann habe ich Angst, oder ist es, dass ich dann niemals existiert hätte. Also. Das stimmt. Dann hoffe ich, vielleicht wird er in der Zukunft gebastelt. Aber dann hatte ich Angst, dass er eine Zeitmaschine baut und wieder zurückkommt. Vielleicht ist das schon alles geschehen, Sübel. Umso schlimmer. Weil ich mir vorher wüsste ich sonst, welches Wetter morgen wird. Kojo, du weißt nicht, welches Wetter morgen ist. Du weißt nur die Vorhersage aus dem Fernsehen. Oder? Aber dieses Fernsehen, ist das schon erfunden? Du bist ja Schizophrenie, weil die eine Persönlichkeit guckt immer Fernsehen und die andere denkt dann, woher weiß ich, dass es morgen regnet? Okay. Wie sieht's aus? Deswegen gucke ich auch immer Nachrichten, ja, sehe, ja, Bombenanschlag, dann kommst du. Oh, das war ein Bombenanschlag. Ich hab's in ja, ich hab's gerade im Fernsehen gesehen. Dann sagst du, ich hab gar keinen Fernseher. Ja. Kusche, du saßt eben neben mir, als wir im Fernsehen haben. Scooby, hast du einen Fernseher? Oh. Ja, traurig, aber wahr, so laufen unsere Unterhaltungen ab. Vor 20 Uhr. Danach wird Let's Play gemacht. Das Einzige, was Kojas Psyche noch stabil hält. Oh Gott, ich bin zu weit weg, Scooby. Ich werde das nicht schaffen. Konnte das nur passieren? Halte durch. Trank. Scooby, mein Scooby. Bam, bam, bam. Hm, nimm, hm, nimm. Hm, nimm, 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 nimm. Oh. Mann, was ist lang wäre eh nie. Yep. Wie langweilig ist denn das bitte in Let's Play alleine zu machen? Überhaupt dieses Spiel alleine zu spielen. Davon mal ganz abgesehen, ja. Halt die Problem. Licht der Morgendämmerung. Ah.